In diesem Video zeige ich dir einen genialen Trick, wie du Mücken komplett fern von dir halten kannst. Du wirst nicht glauben, wie einfach es ist. Denn wenn die Mückenzeit da ist, sind die Plagegeister wirklich überall. Egal, ob du draußen sitzt oder drin in deiner Wohnung bist. Doch die Kombination aus Zitronen und Nelken kann dir helfen, die Mücken fernzuhalten. Wie das Ganze funktioniert, möchte ich dir jetzt einmal zeigen. Dafür brauchst du eine Zitrone, die kannst du entweder halbieren oder etwas dickere Scheiben abschneiden, so wie ich das hier mache. Der Vorteil bei etwas dickeren Scheiben ist, du kannst die ganzen etwas verteilt in deiner Wohnung auslegen. Dann brauchst du Nelken. Diese steckst du jetzt, so wie du es hier sehen kannst, in das Fruchtfleisch. Der Vorteil an dieser Kombination ist einfach, dass Mücken den Geruch absolut nicht ausstehen können. Sie riechen ihn schon von großer Entfernung und werden fernbleiben. Ich präpariere jetzt also ein paar Zitronenscheiben mit den Nelken und habe dann meine Mückenabwehr auch schon komplett fertiggestellt. Und diese kannst du jetzt überall dort auslegen, wo du die Mücken nicht haben möchtest. Das heißt, selbst wenn du draußen sitzt, kannst du ein paar von diesen Zitronenscheiben mit Nelken hinlegen und die Mücken sollten nicht kommen. Und in deiner Wohnung funktioniert das Ganze natürlich auch. So kannst du es auf dem Tisch platzieren, irgendwo im Wohnzimmer oder eben auch an deinem Bett. Auch in der Nähe der Fenster, falls du geöffnete Fenster hast, kannst du solche Zitronenstücken mit Nelken ausstellen, damit die Mücken hier gar nicht erst in deine Wohnung kommen. Probiere das Ganze doch auch bei dir unbedingt einmal aus. Wenn die Mücken bereits in deiner Wohnung sind, kannst du sie auch mit einer selbstgebauten Mückenfalle einfangen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir in dem Video, was ich dir jetzt an dieser Stelle verlinke. Außerdem würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen und vergiss auch auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.